Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen Map. Ja, eigentlich sollte dieser LKW hier an dieser Stelle abladen können. Tut er aber nicht. Ich weiß gar nicht warum. Ob ich den Trigger nicht finde oder ich weiß es nicht. Das wäre nämlich die Voraussetzung gewesen, dass ich hier dieses Wasserbecken füllen kann. Das funktioniert aber leider nicht. Und deshalb habe ich mir auch schon eine Alternative überlegt. Das heißt, wir verkaufen dieses Wasserfass und wir schicken dazu den mal zum Hof. Und wenn der angekommen ist, dann werden wir das verkaufen und uns was Neues zulegen. Und derweil können wir hier noch, hier läuft schon alles, hier auch, derweil können wir hier noch, da sind noch zwei freie, zwei freie Kompostplätze, derweil können wir die noch auffüllen, dass die anderen zwei Produktionen auch noch anfangen zu arbeiten. Wir werden das, den Kompost hier jetzt mal teilen. Bin ich aber schlecht gefallen. Wir teilen den Kompost einfach, damit er hier das Produzieren anfängt. Und dann werden wir einfach gleich nochmal losschicken und den noch mehr Kompost holen lassen. Einmal hier. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ich hoffe, dass es diese Woche mal irgendwann noch aufhört. Also langsam, dann nervt es mich schon. So. Gut, dann können wir hier einmal umdrehen. Ah, ich bin so froh, dass ich die Bäume hier weggemacht habe. Es fährt sich einfach viel einfacher. Und dieser Masai, der geht einfach ab. Der hat ein super Getriebe drin. So, Gewächshaus, Kompost und los geht's. So, letztes Mal ist er hier hängen geblieben. Dann habe ich die Gabel hochgemacht. Deshalb sollte bis heute... Ja, hättest du gedacht. Heute kein Problem werden, habe ich gedacht. So, den Kurs hier, warte mal, stopp. Den Kurs fahren wir mal neu ein. Weil den können wir eigentlich komplett automatisch machen. Solange der LKW unterwegs ist, können wir das hier mal machen. Weil der LKW wahrscheinlich sowieso gleich ankommt. Na egal, den Kurs, den fahren wir schnell ein. Dann können wir nämlich zwei Kurse löschen. Das ist einmal Gewächskompost. Was soll ich denn drin lassen? Ich lasse den mal drin. So, hier. Kursaufzeichnung beginnen. Fahren wir hier auch ein bisschen weniger scharf raus. Und dann passt es. So. Maximalgeschwindigkeit können wir mal auf Maximum machen. Müssen nur gucken, dass wir eben die Kurven ordentlich fahren. Was ich auch gemacht habe, ist, ich habe einige, wirklich einige, ungefähr, ich schätze mal so 20, 15 Mods habe ich rausgenommen.
in der Hoffnung, dass es weniger ruckelt. Ich hoffe mal, das passt so. Also es waren Mods, die ich sowieso nicht benutzt habe. Zum Beispiel auch die ganzen John Deere Sämaschinen mit einer mega Arbeitsbreite, aber ohne Funktion. Beziehungsweise ich habe die so nicht zum Laufen gebracht. Ich konnte keinen Dünger und kein Saatgut einfüllen. Das habe ich mir gedacht, auf die können wir hier dann auch verzichten. Die nur drin zu haben, damit es nach vielen Mods aussieht, das brauchen wir ja nicht. So, wir sind gut unterwegs. LKW ist angekommen. Muss halt kurz warten. Die Kurven ist immer so wichtig, dass wir richtig einfahren. Aber halt nicht zu eng. Sonst haben wir da später ein Problem mit dem, wenn sich zwei begegnen. Und diesmal lassen wir hier auch mehr Seitenabstand. Dann kommen da auch größere Fahrzeuge rum. So, weil hier haben wir ja den Trigger. Und der funktioniert ja automatisch. Und darum müsste hier auch ein automatischer Kurs funktionieren. Ziemlich weit hier an das Haus. Und dann ziehen wir rum. So, es sieht gut aus. Eine Tastatur zu fahren ist zwar Gewohnheitssache, aber so richtig toll ist es nicht, muss ich auch gestehen. Also ich werde mir wahrscheinlich irgendwann schon ein Lenkrad noch zulegen. Wenn ihr da Ideen habt oder wenn ihr wisst, welches da gut ist, dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, dass ich da mich mal schlau mache. Weil ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Lenkrad. Doch, warte. Ich hatte mal ein Lenkrad für einen GameCube. Damals. GameCube kennt der eine oder andere gar nicht. Ist eine coole Sache gewesen, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Nintendo GameCube. Das war vor. Also ich hatte den vor knapp 15 Jahren. Also so alt bin ich ja doch nicht. Oh. Ja, okay, ein, zwei Mal neben rausfahren ist okay. So, wir müssen dann nur gucken, dass wir den richtigen Arbeitsmodus jeweils wählen.
dann funktioniert es auch. So, das sehen wir schon wieder. Speichern. Gemüse. Kompost. Holen. Sehr schön. Gut, und dann warte mal, dann machen wir mal. Roma Feld 19. Abfahren. Abfahren. Ich glaube, das ist der Modus hier. Ah, hier war es, Kompost. Da wird wahrscheinlich nicht viel reingehen. Vielleicht geht hier der Rest rein. Das wird wahrscheinlich auch nicht ganz sein. Machen wir den Rest da vorne rein. Und dann schicken wir den hier mal los. Oh, und jetzt habe ich gleich schon wieder eine Palette. Menno. Ich habe nicht dran gedacht, dass hier schon eine Palette steht. Da hängt sich dann oft das Spiel auf, also die, nee, nicht das Spiel, sondern das Palettenwert hier. Schieb die mal einfach runter und hoffe mal, dass sie neu anfängt. Aber die hängt meistens dann. 166, können wir mal gucken. Das bleibt wahrscheinlich jetzt bei 166. Und je nachdem, die anderen auch. Warte mal, wir haben jetzt den falschen Schuss geladen. Wenn wir hier gehen. GX-Häuser. Ich habe nämlich, glaube ich, das ist falsch benannt. Also einmal laden. Einmal speichern. Gewächs. Kompost. Holen. Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil eben so, Gemüse, Kompost weg. Weil es gibt eben auch einen Gemüsehandel. Weiß ich was. Und den habe ich Gemüse genannt und den Gewächs hier Gewächs. So, das war's, glaube ich, auch schon. Kompost Gewächs, den auch noch. Das war's. So, jetzt Gewächshäuser. Kompost holen. Kompost holen. Kompost ist an. Ein Durchlauf. Ich hoffe mal, das funktioniert. Gut, dann können wir uns nämlich um den Phoenix 6x6 kümmern. So, wie gesagt, das Fass, das verkaufen wir jetzt. Und dann werden wir uns das, glaube ich, gerade größte Fass, was wir hier haben, zulegen. Muss ich nur mal gucken, weil dazu brauche ich... Ich weiß noch nicht, welchen Rahmen ich dafür nehme. Das ist nämlich IT Runner, was ich mir kaufen will. Oh, habe ich den zu weit weggestellt? Nee.
verkaufen. 19.755, das ist gut, weil ich möchte mir dieses hier kaufen, den mobilen Lagercontainer. Der hat 50.000 Liter Platz und gehört zum IT Runner Pack. Zu diesem Universal Kotte Pack. Bin ich nur am Überlegen. Hier haben wir einen IT Runner. Ob wir dann den auch auf einen anderen drauf kriegen. Achso, da ist nichts drin. Ein bisschen mit dem AR-System. Okay, das heißt, ich werde mir wohl noch einen IT-Runner kaufen müssen. Das kenne ich noch gar nicht. $26.33 und der hier 65.000 kostet 55. Der hier hat, glaube ich, eine deutlich längere Deichsel. Weiß aber nicht, ob ich den dafür nutzen kann. Warte mal, hatte ich mich hier noch irgendwo? Nee, habe ich nicht. Ich dachte, hier gäbe es nochmal einen extra Reiter mit IT-Runner. Okay, aber dann zack, auswählen. Hauptfarbe schwarz. Kaufen. Ja, und da sind schon wieder mal knapp 70.000 weg. So, ich lasse mir das an den Hof liefern. Das spart uns etwas Zeit. Wir gucken, dass ich den richtigen IT-Runner nehme. Der ist es nicht. Der hier steht am Shop. Gut, zurück. So, der hat Ende erreicht. Oder nicht? Warum bleibt er hier stehen? Hallo, das ist eine Waage. Ich weiß gar nicht, weshalb der überhaupt gewogen wird. So, jetzt ist das Wichtige, wird er aufladen oder nicht? Oh ja, da haben wir mega viel Platz gelassen. Kommen wir auch mit größeren Maschinen dann um, automatisch. Und er lädt mich auf. Verdammte Axt. Ich weiß nie, welchen Modus ich nehmen muss, ganz ehrlich. Das kann ja eigentlich nicht sein. Überladewagen könnte schon sein. Fährt er jetzt nicht? Ich würde sagen, es ist der hier. Haben wir nochmal Kompost drin? Kompost. Nee.
Vielleicht hätte ich da einen Wattepunkt. Aber ich dachte, er erkennt den, den Trigger. Normal macht es auch richtig, aber er macht auch die Plane nicht auf. Zum Glück haben wir die anderen nicht gelöscht, die anderen Kurse. Deshalb können wir hier Kompost geweckt. Können wir das hier so machen? Fahrer einstellen. Und deaktivieren. So. Jetzt aber. Weiter zum IT Runner Pack. Wir haben schon. Oh Gott, wir haben schon wieder fast um. So, was wir letzte Folge auch außer Acht gelassen haben, ist, sind unsere Felder. Wir haben kein einziges Mal nach den Feldern geschaut und das war ja noch im Rahmen, weil die 19 ist schon in Erntereife 2. Das heißt, die 19 können wir vielleicht in der nächsten Folge schon ernten. Müssen wir mal gucken. Lange dauert es auf jeden Fall nicht mehr. So. Da ist das Ding. Schönes Fass mit 50.000 Litern Volumen. So, jetzt fahren wir gleich noch einen Kurs ein und zwar. Wir werden die ganzen Kurse ja ändern und deshalb fangen wir hier an und nennen das, warte mal, da habe ich eigentlich auch schon einen Kurs, glaube ich. Ne, haben wir nicht. Okay. Kursaufzeichnung beginnen. Wir haben ein neues System, was ich machen möchte ist, wir fahren immer hier oben raus, egal wo wir hinwollen. Und dann drehen wir hier eben ein. Wenn wir nach unten raus wollen, so können wir nämlich die Kurse besser kombinieren irgendwann. War. So. Also ich hoffe mal, dass das jetzt mit diesem Fass klappt. Deshalb, wir können eigentlich mal kurz einen Versuch... Nee, können wir nicht. Ah, doch, können wir machen. Wir können einen kurzen Versuchskurs machen. Von hier zum Hof. Also von der Wasserstelle zum Hof. Der Kurs wird nämlich Wasserstelle Hof genannt werden. So, ne, warte, wir fahren noch ein Stück weiter. Und drehen hier ein. Speichern, Hof, Wasserstelle. Dann löschen wir den raus.
Nee, das war jetzt doof, dass ich mich da bewegt habe. Warte mal. Und Wasserstelle. Wir lassen den jetzt mal so hinfahren, wie er normal stehen würde. Nein! Muss natürlich deaktivieren. Wir sind schon wieder viel zu weit über die Zeit. So, entlassen. Und dann würde er hier jetzt weiterfahren. Fang mal hier an. So. Bitte. Dann er. Ja. Es könnte sein, dass es nicht funktioniert wegen diesem Cottage-Ding. Wegen dem IT-Runner. Weil ich ja hier unten rechts muss ich ja auswählen, welcher da das ist. Also es könnte sein, dass es halt das nicht funktioniert. Oh, das dauert ja ewig. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und irgendwie, das Fass driftet ab. Deshalb starten wir schnell. Kursaufzeichnung. Also, das ist eine ordentliche Ladung, die er hier jetzt zu ziehen hat. Hat wirklich fast ungeschlagene oder ernsthafte 5 Minuten gedauert, bis das Fass voll war. Oh, und ich muss sagen, der LKW hat zu kämpfen. Das ist... Ich kann nicht richtig lenken. Alter, das ist nicht wahr. Ich glaube, wir müssen hier einen Traktor dran setzen. Dann werden wir den Johnny nehmen. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Natürlich, the more realistic Packs sind drin. Mods. Ich muss die ganze Zeit gegenlenken. Der trifft jetzt so weit nach rechts ab. Alter. Nee, da muss man, da muss ein Traktor hin. Also ich werde gleich mal den John Deere dranhängen und nach der Folge gucken, ob der damit besser zurechtkommt. Ist ja krass. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Nicht wahr, nicht wahr. Der kommt hier nicht hoch. Aber ich brauche... Der kommt hier nicht hoch. Okay, wir probieren mal kurz was. Ey, krasser Scheiß. Sorry für die Wortwahl, aber das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. So, wir probieren jetzt Folgendes. Ja, wir könnten auch die Abschleppstange dran machen. Ja, den Mod gibt's ja. Aber ich probiere es jetzt mal mit den Mods, die ich habe, aus. So. Und zwar ist folgender Gedanke. Stellen den hier hinten dran und machen Follow Me an. Und zwar auf 5 Meter. Und dann fahren wir hier nochmal. Und es funktioniert. Ey, vielen Dank. Vielen Dank, John Deere.
Ja, der rumst jetzt hinten drauf, gell? Der schiebt weiter. Aber Moment, Follow Me können wir ausmachen. Alter, das war ein guter Einfall. Ach, das hätte ich beim Leben nicht gedacht, dass es nicht passt. So, hier muss man nach rechts, damit wir hier Platz lassen, falls ich hier Fahrzeuge zurücksetze. Dann fahren wir hier hinten rum, weil da ist frei. Alter, wie das Fass schiebt. Unglaublich. So, hier ist nämlich schon einiges an Wasser drin, wie ich gerade sehe. Ich weiß gar nicht, wann ich das hier eingefüllt habe. So, dann müssen wir hier einen Rückwärtsgang reinmachen. Ey, wisst ihr? Ah, okay. Das ist kein Trigger. Das könnte sein, dass das nicht funktioniert. Ah, das habe ich beim anderen fast gar nicht ausprobiert. Wir sind deutlich über 30 Minuten, sehe ich gerade. Ich werde es mal bis zur nächsten Folge testen. Und vor allem hier nicht mit dem LKW fahren. Der hat zu wenig Leistung. Ich werde es mal testen und dann schauen wir in der nächsten Folge, ob es funktioniert. Damit wir den Wassertank beim Gewächshäusern auffüllen können. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Ciao.